wenn ich dann im letzten Moment sage, ich will es doch nicht, dann wird man ja einen Patienten dem Tod überlassen. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Moin Siebes. Ich muss heute mit einem deprimierenden Fakt starten. Blutkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. Und plötzlich heißt es für deinen Gesprächspartner, hey, wir brauchen dringend deine Hilfe. Die Chance, einem Menschen in Not zu helfen, ist für unseren Gast unbezahlbar. Da gibt es keine Zweifel, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn es darum geht, seinem genetischen Zwilling die zweite Chance auf Leben zu schenken, stellt für ihn auch eine Operation keine Hürde dar. Siebes, meet Oktay Özcan. Okay, wow, das heißt, du hast sozusagen einem 10-Jährigen das Leben gerettet. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre her. Ich kann dir gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn wir uns hinsetzen. Sehr, sehr gerne. Auf geht's. Dann fang mal an. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist jetzt 5 Jahre her. Mhm. 2017 war das, als ich Stammzellen spenden durfte durch den operativen Eingriff. Und das war, nachdem ich dann operiert wurde, das ist eine kleine OP, war das dann, habe ich erfahren, für einen 10-jährigen Jungen aus der USA. Und das hat dann einen nochmal echt noch glücklicher gemacht, dass man erstens hilft und zweitens einem Kind hilft, das noch das ganze Leben vor sich hat. Und ja, das haben wir alles mit der DKMS zusammen gemacht. Und genau. Und wann hast du dich registrieren lassen? Das war Anfang 2015 in so einer Typisierungsaktion. Aha. Bei uns in der Nähe von meinem Wohnort. Und das war damals für einen kleinen Felix, der war 6 oder 7 Monate alt. Und da sind wir dann mit unseren Freunden zusammen hingegangen und haben uns ja typisieren lassen. Und ein bisschen mehr als 1,5 Jahre hat es dann gedauert, bis ich dann von der DKMS die Nachricht bekommen habe, dass ich in Frage kommen könnte. Ja. Und genau. Was war das so für ein Moment? Hast du da überhaupt noch damit gerechnet? Weil du hast dich ja damals für eine gezielte Aktion typisieren lassen und dann kommt plötzlich 1,5 Jahre später der Anruf. Hast du damit überhaupt noch gerechnet und was war das für ein Moment dann? Ja, das war ganz lustig. Ich hatte die erste Nachricht dazu hatte ich per Brief bekommen. Da stand dann ihre Lebensspende drauf. Ich kam dann von der Uni zurück und war gut gestresst an dem Tag. Ich habe Leberspende gelesen. Dann war ich erstmal geschockt. Was habe ich da unterschrieben, dass ich da irgendwas spenden muss? Und dann habe ich nochmal richtig gelesen. Das war dann die Lebensspende. Habe das aufgemacht und habe dann da die Informationen rausgelesen. Und ich persönlich sagte ehrlich, ich habe mich typisieren lassen. Und ich habe aber immer gedacht, wahrscheinlich wird das nichts, weil dass ich einen genetischen Zwilling habe, der dann auch Leukämie hat, der das dann benötigt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, aber es ist halt irgendwo doch möglich. Ne? Und genau, das war dann echt ein mega Glücksgefühl für mich, weil man da dann gesehen hat, okay, diese kleine kurze Aktion, die wir gemacht haben, die kann jetzt vielleicht richtig Großes bewirken. Und das war für mich dann Hammergefühl. Okay, du hast ja gerade gesagt, das war ein kleiner operativer Eingriff, glaube ich. Ne? Genau, ja. War das dann irgendwie ein Sonderfall? Weil man kann ja auch spenden, indem man nur in Anführungszeichen Blut abnimmt, oder? Genau, es gibt ja diese periphere Methode, wo man wie bei einer Dialyse angeschlossen wird. Dann kommt von einem Arm das Blut raus und wieder hier rein. Es gibt aber auch die ältere Methode, das ist die operative Methode, wo dann ins Beckenkamm durch zwei Löcher das Knochenmark-Blutgemisch entnommen wird. Und meins war der operative Fall. Es ist wohl der seltene Fall, dass das gemacht wird. Und bei mir wurde extra sogar angefragt, ob das möglich ist, den operativen Eingriff zu machen. Weil ich weiß nicht warum, ob das einen Grund hatte. Es hatte bestimmt einen Grund, aber welchen Grund, weiß ich nicht. Und für mich war aber auch da vollkommen klar, egal wie, wir helfen. Ja. Können wir den Grund nicht in Erfahrung bringen? Wir haben doch hier technische Assistenz, weil das würde mich mal interessieren, also wie entschieden wird, ob es so gemacht werden muss oder so. Ja, bestimmt. Ivy, erzähl uns ein bisschen was darüber. Moin Jungs! Welche Entnahmeart angewendet wird, entscheiden die behandelnden Ärzte anhand verschiedener Kriterien. Manche Blutkrebserkrankungen lassen sich zum Beispiel besser mit einer Knochenmarkspende behandeln.
während bei anderen die periphere Spende besser funktioniert. Und danke, dass du es gemacht hast, denn so eine Operation, da haben ja manche Leute auch Angst vor. Ja, aber ist natürlich verständlich, Narkose, Operation, es klingt immer schlimm, aber es ist unbegründet. Beziehungsweise es ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, weil das ist ein sehr kurzer operativer Eingriff. Es ist mit wenig Nachfolgen zu rechnen, die Narkose geht nicht lang und die Vor- und Nachbetreuung und die OP selber, das ist alles so angenehm und so, was da operiert wird, das ist wirklich minimal und die Ärzte haben das wahrscheinlich schon hunderte, tausendmal gemacht und da muss man echt keine Angst haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil wenn man sich gar nicht damit beschäftigt und dann hört Knochenmark spenden, ich glaube, viele fragen sich, okay, was hat das für mich für Risiken oder wirkt sich das auf meine Lebenserwartung oder meine Lebensqualität aus? Habe ich irgendwelche Risiken? Aber es ist ja dann, wie du sagst, im Endeffekt nur in Anführungszeichen das normale Narkoserisiko bei einer Operation. Genau, ja. Genau. Also erstmal großen Respekt, also dass du das mit so einer Überzeugung hier sagen kannst und auch gemacht hast. Das, und jetzt ist natürlich die Frage, die mich interessiert, wie ist es dann weitergegangen? Hast du irgendwann, du hast ja dann irgendwann erfahren, dass es ein Kind war. Mhm. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Ja, es ist so, dass wenn man Stammzellen spendet, in Deutschland zumindest so ist und in vielen anderen Ländern auch, dass man so eine Sperrfrist für 2 Jahre hat. Die Sperrfrist, ich weiß nicht, ob das so bezeichnet wird, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Sperrfrist heißt, man darf anonymisiert Kontakt aufnehmen, aber man darf keine Kontaktdaten austauschen. Ich glaube, dann kommt es auch nochmal auf das Land an, wo der Empfänger ist, wie da das alles geregelt ist. Aber zwischen Deutschland und USA ist es so, nach 2 Jahren könnte man rein theoretisch Kontakt aufnehmen. Mhm. Ich habe es erstmal nicht gemacht und in den 2 Jahren natürlich anonym Kontakt aufnehmen. Ich habe es erstmal nicht gemacht. Ich wurde auch von der DKMS immer mit Infos versorgt. Da gab es dann Zeitintervalle nach 1 Monat, nach, ich glaube, 6 Monaten, nach 12 Monaten und dann zuletzt nach 24 Monaten. Und ja, Gott sei Dank kam immer eine positive Rückmeldung, dass das Kind erstmal die Stammzellen angenommen hat, der Körper, dass es aktuell in der Therapie ist und sich das Immunsystem aufbaut. Und dann gab es eine Nachricht, ja, jetzt geht es ihm gerade nicht so gut, aber es funktioniert. Und dann kam irgendwann wieder eine Nachricht, ja, er hat jetzt wieder Spaß am Leben gefunden und er fängt jetzt wieder an zu spielen. Und da kriege ich jetzt gerade auch wieder Gänsehaut. Dann, das berührt einen emotional sehr und bei uns in der Familie, wir haben viele Kinder von Cousins, von meinem Onkel, von ja, auch Geschwister, die noch recht jung sind. Da ist es umso ja, wertvoll, nicht wertvoller, aber es ist umso faszinierender für den Menschen selber, wenn man so einem Kind helfen kann. Und ja, das war echt eine große Überraschung für mich, als ich dann vom OP das erfahren habe nach dem OP. Ja. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du Kinder? Weil von dir hat man ja als familiär nicht viel, also ich kenne dich von einem Bullshit-TV ne, hauptsächlich und da hat man jetzt nicht so viel erfahren. Genau, ja, ich bin ja jetzt nicht der Vlogger, der jetzt jeden Tag sein Privatleben teilt. Ich habe tatsächlich noch keine Kinder. Kinderwunsch ist aber auf jeden Fall da oder war schon immer da. Das heißt, ich hoffe, dass sich das auch in naher Zukunft ändert. Aber ich merke jetzt schon so in meinem Umfeld, da häuft sich jetzt der Nachwuchs, Freunde und so weiter und das ist auch für mich als Außenstehender dann, der einfach vielleicht nur ein Freund ist oder ein Bekannter, einfach immer schon sehr schön mit anzusehen. Man merkt auch gleich im Freundeskreis, wie sich sofort die Prioritäten verschieben, ne? Weil dann steht plötzlich Kindeswohl, Kindesglück, Kindesgesundheit natürlich auch absolut im Vordergrund. Und deswegen habe ich auch gerade, als du die Geschichte erzählst, das so direkt Gänsehaut bekommen, als du die Geschichte erzählst, weil ich genau nachempfinden kann, dass einen das nochmal ganz anders mitnimmt. Ich habe auch schon immer super gerne mit Kindern gearbeitet, auch durch meine Basketballleidenschaft, viel als Trainer gearbeitet, Jugendmannschaften trainiert, 8-, 9-, 10-Jährige. Okay. Und selbst da, obwohl es nicht die eigenen Kinder sind, man hat sofort immer einen ganz anderen Bezug und ist irgendwie auch ganz anders involviert, ne, wenn man mit Kindern arbeitet. Und deswegen kann ich das, obwohl ich in der Situation noch nie war, nehme ich dir das voll ab, wenn du sagst, für mich war die Entscheidung sofort klar. Ne? Also auch, obwohl du wusstest da natürlich noch nicht, dass es ein Kind ist, aber das hat es im Nachhinein natürlich noch mal noch besonderer gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also so denke ich auch. Und natürlich ist es bestimmt noch mal ganz anders, wenn man ein eigenes Kind hat. Ja. Ich weiß es nicht, du weißt es auch nicht, aber dadurch, dass wir einfach viel Kontakt, ne, mit Kindern haben oder mit Jugendlichen,
hat man da schon so ein Gefühl für. Und das ist ja trotzdem eine verrückte Situation, weil da ist ein Mensch, den du noch nie gesehen hast, du weißt nicht mehr, wie alt er ist, woher der kommt, du weißt nur, es ist ein genetischer Zwilling und der kämpft jetzt gerade ums Überleben und du fieberst wahrscheinlich dann sofort mit, obwohl du diesen Menschen gar nicht kennst, ne? Und saugst diese Infos wahrscheinlich dann auch richtig auf, die du bekommst, oder? Auf jeden Fall. Ich habe auch die DKMS ein paar Mal genervt mit Anrufen. So, gibt es da schon jetzt einen neuen Stand und wie sieht's aus? Weil man will sowas einfach wissen. Und aber ich habe, das war dann meine persönliche Entscheidung, abgesehen davon, direkten Kontakt aufzunehmen, weil ich nicht weiß, wie wird die Reaktion darauf sein. Vielleicht wird die Familie sich unangenehm fühlen, dass jemand freiwillig das gemacht hat, dass die sich nicht gemeldet haben oder keine Ahnung. Ich wollte die erstmal mit ihren Sorgen in Ruhe lassen und ihnen die Wahl lassen, ob sie den Kontakt möchten oder nicht. Weil ich weiß für mich selber, ich habe einem 10-jährigen Jungen Stammzellen gespendet, er konnte damit weiterleben und das reicht für mich erstmal. Und wie die Familie dann damit umgeht, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise bedanken möchten, das soll dann denen überlassen sein, weil bei so einem 10-jährigen Jungen, ich glaube, da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, wenn man selber der Vater oder die Mutter ist. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt, eigentlich will ich sehr gerne, aber ich möchte aus Rücksicht der Familie und dem Kind gegenüber erstmal keinen Kontakt aufnehmen und warten, dass sie vielleicht Kontakt aufnehmen. Okay. Weil weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein potenzieller Spender bist für jemanden? Also wie wahrscheinlich das ist? Ich glaube, die ist sehr niedrig, aber immer noch im möglichen Rahmen. Das heißt, man muss kein, also Lotto ist dann noch viel unwahrscheinlicher. Ich glaube, 1% oder sowas. Hatte ich mal gehört, gelesen, aber vielleicht kann uns Ivy fragen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ivy, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Spender wird? Wie hoch? Du bist ein Musterschüler. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Spenderin werden kann, liegt insgesamt bei ca. 1%. Innerhalb der ersten 10 Jahre ist sie etwa doppelt so hoch. Ja. Okay, aber 1% ist tatsächlich höher, als ich gedacht hätte. Das ist schon. Ja, es ist, wenn du mit 100 Leuten dahin gehst, dann wird einer nach der Wahrscheinlichkeit der Spender sein können für irgendjemanden. Und im Basketball. Hast du gesagt, hast du viel mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun? Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, ich spiele ja schon, seitdem ich 10 Jahre alt bin, Basketball. War immer meine größte Leidenschaft. Und dann habe ich die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, immer selbst gespielt. Und damals gab es ja noch die Wehrpflicht, beziehungsweise als Alternative dann Zivildienst. Ja. Und ich habe mich dann entschieden, freiwilliges soziales Jahr zu machen. Das war dann noch mal länger, aber ich glaube, Zivildienst hätte 9 Monate gedauert und das freiwillige Sozialjahr waren dann eben 12 Monate. Aber ich konnte das eben bei uns im Basketballverein machen und habe dann eben an ganz vielen Schulen bei uns in Bochum Basketball-AGs geleitet mit Erst-, Zweit-, Dritt-, Viertklässlern und eben im Verein auch ganz junge Mannschaften trainiert, angefangen bei 6-, 7-, 8-Jährigen bis hin zu einer U14 mit Jungs, die dann 12, 13 sind. Und tatsächlich habe ich zu einigen heute auch noch Kontakt. Echt? Also die Jungs sind inzwischen auch alle 25, 26. Mit manchen gehe ich heute noch auf den Freiplatz. Und das waren Kids, mit denen bin ich früher nach dem Training dann noch was essen gefahren, habe die nach Hause gebracht. Ne, da gingen die gerade zur Schule, mussten Hausaufgaben machen. Ja. Und heute sind es teilweise auch noch Freunde, die dann ein bisschen jünger sind als ich, aber mit denen ich immer noch unterwegs bin, mit denen ich Kontakt halte, Basketball spiele. Also das sind auch irgendwie Verbindungen fürs Leben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hat irgendjemand von denen, mit denen du Kontakt hattest, auch geschafft, irgendwie in die Profi-Ebene aufzusteigen? Oder weißt du was davon? Profi-Ebene von meinen Jungs? Also tatsächlich doch ein Junge, den ich trainiert habe, der hat es tatsächlich in die Bundesliga geschafft. Jetzt echt? Spielt hat ein Jahr in der Bundesliga gespielt, spielt jetzt in Polen in der ersten oder zweiten Liga dort. Und 2, 3 Jungs aus der Mannschaft, von der ich gerade erzählt habe, spielen auch auf relativ hohem Niveau. Also dritte Liga, zweite Liga, da haben es schon ein paar geschafft. Also jetzt nicht den ganz großen Durchbruch, aber da waren schon ein paar Kids dabei, die echt was drauf hatten. Ja, Bundesliga ist ja auch schon. Das ist schon ein Schritt, den man erstmal erreichen muss, ja, das stimmt. Und du selbst, bist du irgendwie mal in die Versuchung gekommen, da irgendwie auf Profi-Ebene zu kommen, weil du spielst ja auch Basketball. Ja, also als Teenager hat ja jeder Basketballer den Traum, in die NBA zu kommen. Ne? Ja, jeder, bis man 15, 16 ist, wahrscheinlich glaubt man auch dran. Irgendwann realisiert man, dass das dann doch nochmal ein anderes Level ist. Aber den Traum hat man immer. Ich war ja auch tatsächlich dafür ein Jahr in den USA, in der 11. Klasse, um da in der Highschool Basketball zu spielen. Echt? Okay. Ja, ich war damals auch immer ganz gut, aber mir war relativ früh klar, dass ich jetzt nicht den ganz großen Sprung schaffen würde. Mhm.
und habe dann meist immer so im Bereich Oberliga mich aufgehalten. Also schon jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch noch ein Stückchen entfernt vom professionellen Bereich. Okay. Aber ja, ich liebe den Sport einfach, macht es riesig Spaß. Ja. Und solange meine Knochen das mitmachen, werde ich es auch, egal auf welchem Niveau, weitermachen, weil es einfach ja, meine Leidenschaft ist. Ja, cool. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Okay, ja. Ja. Kannst du bestimmt noch ein paar Jährchen spielen? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, bisher, ja. bisher halten die Knochen auf jeden Fall. Also ich gebe mein Bestes, ja. Cool, ja. Die Sendung heißt ja Mund auf und dementsprechend würde ich dich gerne auch mal fragen, ob du eigentlich registriert bist bei der DKMS für eine Stammzellenspende. Tatsächlich noch nicht. Okay. Ich bin noch nicht registriert. Kann dir gar nicht sagen, wieso. Also ich habe mich noch nie mit dieser Entscheidung beschäftigt. Also ich habe nie aktiv gesagt, ja oder nein. Bis heute war das Thema für mich einfach gar nicht so präsent. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bin und dir auch so viele Fragen stellen konnte. Weil ja, nach unserem Gespräch gibt es für mich ja auch keine Argumente mehr, nicht registriert zu sein. Ja. Ne? Im Gegenteil. Also deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir heute hier sitzen konnten. Ja, ich glaube, manchmal muss es auch einen Grund geben, dass man das dann macht, weil ich glaube, niemand wehrt sich, das nicht zu machen. Aber, ja. Aber wenn du Bock hast, kann ich dir mal zeigen, wie das funktioniert. Weil so ein Kit haben wir da und da können wir mal so eine, ja, so eine Registrierung machen. Wenn Warum du nicht? Hast. Lass das machen. Auf geht's. Gerne. Ist wahrscheinlich sehr unkompliziert, ne? Ja, das geht schnell. Also dauert nicht lange. Ich kann es dir hier einmal zeigen. Wir haben so ein Registrierungskit. Das ist relativ simpel. Also viel ist da nicht drin. Das sind drei Stäbchen, die man sich nicht in die Nase rein tun muss, sondern nur in den Mund. Und ja, wenn du willst, nimm die Stäbe mal. Ja. Ich führe dich so ein bisschen durch und zeig dir, wie das genau geht. Okay. Also viel muss man eigentlich nicht wissen, ist keine Wissenschaft, aber... Sehr gut. Also. Genau, da kannst du mal aufreißen, eins rausnehmen. Das erste raus. Yep. Genau, eins ist für die eine Wangenseite, das andere ist für die andere Wangenseite. Aha. Fang einfach mal mit einer Wangenseite einfach an. Einfach so ein bisschen... Genau, ein bisschen rum an der Wange. Okay. Wichtig ist, dass das Stäbchen mit der Wange in direkten Kontakt kommt und am besten... Du warst in der... USA jetzt auch für ein Jahr, hast du gesagt, ne? Genau, in der 11. Klasse. Sorry, dass ich gerade reden lasse, aber... Alles gut. 11. Klasse habe ich ein Highschool-Jahr da gemacht, weil ich eben da auch Basketball spielen wollte und da in den USA Basketball natürlich viel beliebter ist. Ja. Und habe dann da ein Jahr in der Highschool verbracht. Cool, wo warst du da? In Asheville, North Carolina. Cool. Eine Stunde von Charlotte entfernt. Okay. Ich war dieses Jahr war ich in New York, das war so ein Kindheitstraum von mir. Ah, ich war dieses Jahr auch in New York. Echt? Ja. Wo warst du, wann warst du dort? Im April. Okay, dann haben wir uns leider nicht sehen können. Haben wir uns verpasst, Ja, also war echt geil. Beeindruckende Stadt. Warst, ne? Du warst in New York dann wie lange? Jetzt eine Woche, aber ich war auch schon ein paar Mal vorher in New York. Okay. Das war nicht das erste Mal für mich. Ja. Aber ich bin immer wieder gerne da. Nice. So, ich glaube, das erste haben wir. Ich glaube, eine Minute ist gut rum. Das mache hier zwischen den Finger. Genau. So, jetzt rechte Wange hast du gesagt, ne? Richtig, ja. Das kriegen wir hin. Da auch nochmal eine Minute und dann bist du wahrscheinlich auch ins Stadion gegangen, um NBA zu verfolgen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie ist sowas? Ja, ist schon wirklich beeindruckend. Also ich war ja sogar zwischen 2016 und 2018 war ich dreimal, oder 2019 war ich 4 Jahre lang in Folge bei den Finals. Echt? Okay. Ja, und das ist dann natürlich nochmal ganz anderes Level, auch was die Stimmung angeht. Und das ist schon was ganz Besonderes, ja. Ich war leider außerhalb der Basketballzeit, deswegen konnte ich da... kein Basketball verfolgen. Im Juli warst du da? Ja. Da ist gar nichts an Sport, nur Baseball, glaube ich. Baseball, ja. Die New York Yankees hatten ein paar Spiele. Ja. Aber sonst wäre ich echt gerne zum Basketball gegangen. Was haben wir? Haben wir schon eine Minute? Fühlt sich auf jeden Fall so an. Genau. Und jetzt restlicher Mundbereich? Genau, einfach so im vorderen Mundbereich. Zahnfleisch und so? Ja, genau. Okay. Und dann wäre es das schon. Genau. Ja. Ansonsten war ich in New York, war ich am Broadway. Ja, also eins meiner Punkte, die ich auf jeden Fall machen muss, bevor ich sterbe, war einmal am Broadway in Musical oder Theater. Und welches hast du dir angeschaut? Wir sind mit meiner Frau sind wir große Harry Potter Fans. Da war ich auch. Echt? Ja. Wie fandest du es? Ich fand's gut. Ja. War ziemlich lang, ne? Ja, 3,5 Stunden. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass das waren bis vor einem Jahr oder bis vor Corona waren es 2 Shows. Genau. Da musstest du so 2-mal hingehen, um es ganz zu sehen. Und dann haben sie es aber verkürzt und dann wurde eine draus. Aber immer noch, aber war sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand Voldemort sah einfach so perfekt aus und so authentisch aus. Ja, was ich halt cool fand im Vergleich zu anderen Musicals, es war nochmal eine neue Story. Es war nicht die Story, die man schon kennt als Musical, sondern es war halt eine ganz neue Story. Ne? Genau, ich glaube,
J.K. Rowling hat da auch mitgewirkt in der Story. Das heißt, es ist eine richtige, keine Fan-Story. Das fand ich echt geil. Ja. Ja, vor allem auch, cool. Als die Dementoren da rumgeschwebt sind. Das war schon, das hat schon echt gut gemacht. Ja, cool. Also okay. Hamilton wollte ich. Hamilton, ja. Hamilton auch? Wollte ich, aber dann haben wir es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, das soll auch sehr gut sein. Haben wir, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube auch. Okay, die Minute ist jetzt auch vorbei. Das können wir auch nochmal kurz trocknen lassen. Okay. Und dann können wir das gleich da rein, hier rein und dann ab zur Post und das war's dann. Das war's, ja. Okay, ja, das ist ja wirklich sehr unkompliziert. Ja. Und das ist auch für alle Leute da draußen kostenlos, habe ich richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich, das ist echt cool bei der DKMS, man kann sich auf der Webseite von der DKMS so ein Kit zuschicken lassen. Mhm. Das ist hier sowas. Lass mal sich zuschicken. Das kommt dann per Post kostenlos. Du machst das, was du gemacht hast und tust das hier rein, tust das in den Umschlag rein. Mhm. Du hast einen Rücksendeschein mit dabei, du hast auch kein Porto für die Rücksendung und dann wartest du auf ein Ergebnis. Das heißt, du bist dann registriert und ab dann kann das Leben retten losgehen. Ja. Sehr spannend. Ich schaue nochmal, ob die Zeit jetzt ausreicht, aber das sollten 2 Minuten sein. Ja, warten wir noch kurz. Einen Moment, wir wollen es ja richtig machen, ne? Genau. Wenn ich das hier schon mal mache, dann muss auch alles passen. Ja. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass es wirklich so einfach ist. Deswegen habe ich ja eben schon gesagt, super, dass wir heute darüber sprechen konnten. Ja, ich glaube, viele denken auch, man muss sich Blut abnehmen lassen und alles, um sich zu registrieren, aber mittlerweile. Ja, ich glaube, das sind wirklich so ein paar Mythen. Zum einen, dass es kompliziert ist, dann zum anderen, dass man sich zu irgendwas verpflichtet und dass der mögliche Eingriff später vielleicht gefährlich ist. Und das ist ja alles nicht der Fall. Deswegen habe ich auch sehr viel mitgenommen heute aus dem Gespräch. Ja. Und wie gesagt, das spricht ja wirklich nichts dagegen, das zu machen, ne? Ja. So, die 2 Minuten sind auch voll. Du kannst jeder einmal in die Tüte reintun. Jawohl. Oder in diese Verpackung. Ja. Ups. 2 und 3. Genau, und dann einmal den Umschlag. Das überlasse ich dann dir. Jawohl. Perfekt. Klappt. Ja. Und dann bringen wir das, packen wir das gleich noch in den Umschlag und dann geht's ab zur Post, würde ich sagen. Ne? Und damit darfst du dann hoffentlich irgendwann mal ein Leben retten. Ne? Mit so einem kleinen Ding eigentlich. Ja, also vielen Dank, dass du mich da durchgeführt hast. Ich bin froh, dass ich es machen konnte. Im Nachhinein muss man sagen, hätte ich es mal eher gemacht. Aber wie gesagt, man muss sich einfach mit dem Thema mal beschäftigen. Und ich hoffe, ihr da draußen tut das auch. Ihr habt es ja im Endeffekt schon getan, indem ihr euch hier das Format angeschaut habt. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, deine Story wird auch nochmal dazu beitragen, dass sich Leute sagen, ey, warum bin ich eigentlich noch nicht registriert? Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also für mich war es wirklich sehr, sehr spannend, heute mit dir darüber zu sprechen. Und auch nochmal großen Respekt, dass du das gemacht hast. Ja, sehr gerne. Also danke auch, dass es hier die Möglichkeit gab, meine Geschichte zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen dazu zu bringen, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit dem Team hier, dass sich jemand registriert und das Leben gerettet werden kann. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, sehr spannende Erfahrung. Ich bin registriert. Was will man mehr? Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Tag. Ja, ich auch. Ich konnte Siebes registrieren. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, gibt es ein paar Verlinkungen im Video. Da oben könnt ihr in die Playlist reingehen, wo es noch ein paar andere Folgen gibt. Ansonsten gibt es unten noch ein bisschen was. Genau, da kommt ihr entweder direkt zum Kanal der DKMS oder gleich direkt zum Registrierungsformular, wenn ihr euch auch sagt, ey, das ist ja so easy, das möchte ich jetzt auch machen.